Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich. Die Ardèche ist ein beliebter Fluss, auch für Wildwasser-Unerprobte. Heute fahren wir auf dem Abschnitt von Rum bis zum Pont d'Arc. In Rum kann man beim Campingplatz einbooten oder, wie wir es gemacht haben, weiter unten bei unserem Campingplatz. Das Flussbett ist geprägt durch Kiesbänke und eine gemäßigte Fließgeschwindigkeit. Von rechts mündet die Bourme ein. Der Flusslauf kann sich hier über die Jahre ändern, so dass man manchmal auch unter Bäumen durchfährt. Wenn zwei Brücken nach einer Linksbiegung auftauchen, hat man die Mündung der Chassezac erreicht. Die erste Brücke wurde für die Eisenbahn gebaut und wird heute rege von Fahrradfahrern benutzt. Unterhalb der zweiten Autobrücke finden sich links und rechts Campingplätze. Am Fuß des Hügels Samson, der durch seine Antennen von weit her sichtbar ist, macht der Fluss eine Kurve nach links und alsbald beginnt der Rückstau des Wehrs. Ab hier paddelt man oft auf den flachen Strecken oberhalb der Wehre. Wenn man Pech hat, kommt noch ein Gegenwind dazu. Auf der Strecke bis Vallon-Pont d'Arc gibt es 5 Wehre, die allesamt mit Bootsrutschen ausgestattet sind. Bis Mittelwasser sollten die Einfahrten auch gut ersichtlich sein. Bei höheren Wasserständen wird dies zu einem Problem, da die Wehre dann enorme Rückläufe bilden. Das erste Wehr bei Samson hat die Rampe in der Mitte mit dem Wasserabfluss nach links. Es kann rechts umhoben werden. Anschließend geht es mit einigen Wellen weiter. Ist man auf der anderen Seite des Hügels angelangt, nähert man sich Wehr Nummer 2. Rechts steht eine alte Mühle. Die Bootsrutsche scheint in Flussmitte zu sein, jedoch eine Mauer erstreckt sich vom linken Ufer bis zur Rutsche. Umheben auf der linken Seite ist einfach möglich. Unten angekommen muss man unter einer niedrigen Steinbogenbrücke durch, die bei höheren Wasserständen möglicherweise zu wenig Raum lässt. Thank you.
Nach einer langgezogenen Linkskurve erreicht man Wehr Nummer 3. Die Bootsrutsche ist wiederum in der Mitte und es kann etwas mühsam links umtragen werden. Unten angekommen ist man schon in Sichtweite vom vierten Wehr. Es kann ebenfalls links umtragen werden und die Bootsrutsche befindet sich in der linken Hälfte. Nicht zu verwechseln mit der Fischtreppe, die noch weiter links ist. Nun hat man den Ort Vallon-Pont d'Arc erreicht. Um eine Rechtsbiegung erreicht man das letzte Wehr. Hier hat man die Möglichkeit, die Bootsrutsche rechts zu nutzen oder allenfalls die Slalomstrecke auf der linken Seite bei genügend Wasser. Umtragen werden kann entlang der Slalomstrecke. Ab hier sind die Ufer mehr naturbelassen, auch wenn sich vorderhand noch viele Campingplätze und Bootsvermieter die Böschung teilen. Gegen Ende des Orts mündet von links die Ibi ein. Ab hier beginnt die große Schlucht der Ardèche. Es wird zunehmend schluchtartig und auch etwas sportlicher mit Schwellen und großen Felsen. Den Höhepunkt erreicht man etwa 4 Kilometer unterhalb dem Wehr mit dem Pont d'Arc, einer riesigen Naturbrücke, wo sich die Ardèche einen Durchlass darunter durchgegraben hat. Wie zu erwarten, finden sich hier auch ganz viele Fototouristen. Oberhalb des Pont d'Arc gibt es einen Parkplatz, der jedoch eine Höhenbegrenzung hat. Etwa 500 Meter unterhalb des Felsbogens gibt es einen ohne. Auf der Straße ist die Strecke etwas länger. Die Parkgebühren sind entsprechend hoch und bei gutem Wetter sind die Parkplätze auch gut belegt. Man tut also gut daran, sich frühmorgens einen Platz zu sichern. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!